Notizos und erst einmal ein frohes neues Jahr an euch alle. Ich habe das schon gestern im Livestream gesagt. Ich habe ja zu Silvester gestern live gestreamt. Das war eine ziemlich spontane Idee. Ich hatte das echt nicht vorgehabt, aber dann dachte ich irgendwie so kurz vor 12, jo, mach ich mal. Ich habe da übrigens gesungen, und zwar meine alten Songs. Ja. Und zwar hatte ich hier die CD. Ich zeig's dir nochmal. Ich habe diese alte CD von mir rausgekramt. Kopfgedanken. Die habe ich damals 2007 aufgenommen, ja, das ist 12 Jahre her, und habe die Lieder einfach mal wieder ausgekramt und habe die performt, habe gesungen, getanzt. Naja, leider habe ich die Musik immer um eine Sekunde verzögert gehört. Das heißt, wenn ich da mitsinge, dann bitte vergibt mir, ja, mal abgesehen von den krummen Tönen, aber ich bin völlig aus dem Takt, hänge immer mit einer Sekunde hinterher und deswegen klingt das eigentlich schrecklich. Eigentlich kann man sich diesen Livestream auch im Nachhinein, man kann ihn sich eigentlich gar nicht geben, weil das ist schon nervig, wenn ich die ganze Zeit da irgendwie um eine Sekunde verzögert singe. Aber nun gut, ne? Wer sich das noch nicht angesehen hat, kann nochmal oben rechts auf die Infocard gehen und kann das Ganze nochmal auschecken. So, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr. Ich hoffe, wir gemeinsam werden auch wieder ein schönes Schizo-Jahr haben, ja. Jetzt liegt da ein gutes Jahr hinter uns, auch wenn ich erstmal auf diesem Kanal noch ein bisschen anders angefangen habe, aber tatsächlich existiert dieser Kanal jetzt auch schon ein Jahr. Und nun gehen wir ins zweite Jahr rein. Ich möchte mich natürlich an der Stelle auch nochmal bei allen Abonnenten bedanken. Ja, alle, die ihr nun zur Schizo-Gang gehört. Es freut mich wirklich sehr, dass wir jetzt schon so gewachsen sind, und ich freue mich auf alle weiteren Abos, die dazukommen. Und schauen wir mal, wie es Ende 2019 aussieht. Ja, heute im Januar-Update möchte ich euch verraten, was ich denn jetzt so für den Januar vorgesehen habe. Und klar, im Prinzip alles, was ihr schon so kennt. Aber ich möchte euch das alles nochmal so ein bisschen detailliert auflisten. So, und zwar ist natürlich auch wieder dabei Kochen à la Schizo. Klar, die meisten von euch kennen das mittlerweile. Ja, wenn ich dann also den gesamten PC in die Küche rüberbaue und dort dann koche. Es steht sogar schon fest, was gekocht wird. Und zwar Paprika gefüllt mit Reis. Ja, suche ich mir nochmal ein leckeres Rezept raus. Die Idee hatte Dragon141, der hat es vorgeschlagen, und zwar auf Discord. Wer noch nicht bei Discord ist, kann ja mal unten in die Videobeschreibung reingehen. Dort findet ihr den Link dazu. Und auf Discord gibt es dann die Rubrik Kochen à la Schizo, und da könnt ihr mir eure Kochideen und eure Kochrezepte reinschreiben. Und ich suche mir da dann was raus und koche das gerne nach. Bis jetzt habt ihr euch da noch sehr zurückgehalten, muss ich sagen. Aber sicherlich hat jeder von euch irgendein Lieblingsgericht oder vielleicht sogar ein Rezept. Es kann ja auch was zum Backen sein oder so. Muss ja nicht kochen sein. Es kann auch eine tolle Nachspeise sein oder so. Also komm, Schizos, ne? Nur mal ein bisschen mehr Engagement, ja? Geht da mal rein bei Discord und schreibt mir mal, was ihr so am liebsten essen mögt, und haut da die Kochideen rein und auch gerne Rezepte, wenn ihr welche habt. Da ist es dann auch gestattet, dass ihr Links oder Bilder mit reinschickt. So, das geht also diesen Monat wieder an den Start. Dann, ich habe damit ja jetzt vor kurzem erst neu angefangen. Die Rubrik nennt sich Chat Talk und ist ja basierend auf die verschiedenen Schizo-Charaktere, die ich darstelle. Deswegen heißt der Kanal ja auch unter anderem hier Schizo-Streamer, ne? Schizo, mehrere Persönlichkeiten. Und das kam doch in letzter Zeit einfach viel zu wenig hervor. Und das ist aber gerade eine Leidenschaft, die ich habe, die ich sehr, sehr gerne wieder intensiver nachgehen möchte, und zwar, dass ich in verschiedene Rollen schlüpfe. So, sprich in verschiedenen Rollen dann auch streame. Das habe ich nun mit der Rolle Kalle jetzt wieder ein, zweimal gemacht, und da könnt ihr auch mal auf Discord gehen. Dort gibt es nämlich den Link, ich setze den aber auch dieses Mal hier unten in die Videobeschreibung rein, den Link zu einer Abstimmung. Ja, das führt nochmal auf eine andere Seite, wo man Abstimmungen machen kann. Ansonsten mache ich ja immer hier eine Abstimmung oben rechts auf der Infocard. Ihr kennt das ja mittlerweile. Aber das ist nochmal extern quasi eine Abstimmung, die normalerweise eben über Discord nur läuft. So, dann habe ich jetzt zum ersten Mal als Schizo-Streamer, vorher habe ich das ein bisschen öfter gemacht, als der Kanal hier noch Unnützes Wissen über Tiere hieß, und zwar die Rubrik Flock About Me.
Ja, Flock About Me, ich denke gerade Flocken. Nee, aber klar. So, Flock About Me geht auch wieder an den Start. Das werde ich jetzt ein bisschen öfter machen. Das hat euch ganz gut gefallen. Also kein Stream und kein Tamtam, sondern einfach Schizo privat. Und ja, da habe ich auch ein paar Ideen, was man da mal so zusammen machen kann. Das Problem ist nur momentan meine Kamera. Ja, hier diese. Ich habe zwei Kameras. Einmal diese. Und genau nochmal diese, die filmt mich gerade. Nur die mich filmt, die ist nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Die hat dann schon Touchscreen und so, während die noch manuell hier über Knöpfe zu betätigen ist, zu bedienen ist. Und die ist ja nun leider kaputt. Ja? Es steht da immer Speicherkartenfehler und so und eigentlich ist gar nichts los. Ich habe keine Ahnung, ich kriege den nicht mal richtig in Gang. Das heißt, ich habe keine Kamera, mit der ich rausgehen kann, ja? Oder mit der ich mich frei bewegen kann. Denn diese Kamera jetzt, da ist wiederum der Akku kaputt. Also das Akkufach geht nicht mehr. Die kann nur noch über Strom funktionieren und deswegen kann ich damit nicht rausgehen. Also es ist alles ein bisschen verrückt. Aber dafür habe ich jetzt endlich mal ein Mikro am Mann. Ja, habe ich von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen. Das läuft. Jetzt ist aber die Kamera kaputt, mit der ich dann draußen rausgehen wollte und dieses Mikrofon dafür nutzen wollte, dass ich draußen unterwegs bin. Ha, Leute, es läuft, ne? So, ich habe ja bald Geburtstag, 16. März. So, und dann erwartet euch wieder Real Talk. Klar, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Real Talk, wenn ich streame und halt nichts inhaltlich, sage ich mal, so geplant habe. Einfach nur mit euch ein bisschen quatschen, ein bisschen streamen. Ja, das ist Real Talk. Das wird natürlich auch wieder dabei sein. Ja, Funny Games haben wir nun schon länger nicht gemacht. Und da hatte ich ja mal so ein bisschen gefragt, hatte ich ja als Umfrage in einer meiner Streams reingeballert. Wie sieht's aus? Habt ihr überhaupt noch Bock auf Funny Games? Ja, wir haben ja vorher immer wieder mal Streams gehabt. Da habe ich selber Bilder hier gemacht mit meinem Handy, ein paar Fotos in Kiel gemacht und habe anschließend ein paar Fehler eingebaut. Und dann, ihr kennt das, Fehlersuche. Zum Beispiel sowas haben wir gemacht oder ich habe mir Wörter überlegt und dann, ne, Galgenbaum, Galgenmännchen, keine Ahnung, wie sich das nennt. Dann sind diese Linien vorgegeben, wie viele Buchstaben, ja, müsst ihr finden, aus wie vielen Buchstaben besteht das Wort. Und sowas haben wir gemacht und noch viele, viele weitere Spiele, gequizt und alles. Ja, und das haben wir nicht mehr gemacht. Und ich habe euch gefragt, wie sieht's aus? So, ne, habt ihr da eigentlich noch Bock drauf, ja oder nein? Und die Mehrheit hat gesagt, nö, muss nicht mehr sein. So. Ich finde es aber ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil gerade das war etwas, wo ich sehr interaktiv mit euch zusammen ja, agieren konnte. So, ja? Ihr konntet im Chat immer reinschreiben und so, was ich als nächstes machen soll, welcher Buchstabe, wo sind die Fehler. Oder wir haben vier gewinnt ja auch immer gespielt, da konntet ihr direkt gegen mich spielen. Und ich finde es echt ein bisschen schade drum, wenn das irgendwie ganz wegfällt. Also das haben wir damals zu Anfang sehr, sehr häufig gemacht. Das kann ich verstehen, dass ihr sagt, ach nö, das muss jetzt nicht mehr so oft sein. Das ist okay. Aber irgendwie, also ich würde das nur ungern ganz aufgeben so. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, und das machen wir auch einmal im Januar, lasst uns das ruhig gucken, dass wir das einmal im Monat, zumindest alle zwei Monate machen, so eine Funny Game Night, ja. Funny Game Night, natürlich am Wochenende, klar. Und dann, keine Ahnung, dann lasst uns gucken, dass wir so einen 3-Stunden-Stream machen oder so. 3 Stunden lang Funny Games. Dann wirklich vollgepackt mit allen Spielen und so, die ich mir bis jetzt so überlegt habe. Vielleicht habt ihr auch noch ein bisschen Anregungen für mich. Könnt ihr alles gerne bei Discord in den Schizo-Chat reinballern. Wenn ihr Ideen habt, Anregungen habt, positive, negative Kritik, ja, haut das alles raus. Also ich filter das alles und nehme das alles auf wie ein Schwamm. Ne? So, ja, dann die Geschichte mit No Risk, No Fun. Das beliebteste hier auf dem Kanal. Hat übrigens mittlerweile seinen eigenen Kanal gefunden. Also natürlich läuft das weiterhin hier auf diesen Hauptkanal. Aber es gibt mittlerweile einen Zweitkanal von mir und der nennt sich No Risk, No Fun. Diesen Link findet ihr jetzt auch hier unten in der Videobeschreibung. Ja, habe ich mal mit eingebaut. Dort findet ihr alle Videos, die es auch hier in der Playlist gibt von No Risk, No Fun. Allerdings gibt es dort manchmal auch das ein oder andere Extra-Video. Das wird es hier nicht zu sehen geben. Also, so ein paar Bonus-Videos, so ein paar Extra-Materialien und so, die findet ihr dann direkt auf dem Kanal von No Risk, No Fun. Könnt ihr also auch mal gerne vorbeischauen. Und natürlich würde ich mich dort auch über ein Abo freuen, ist klar. Ja, wie sieht's aus damit? Also dadurch, dass die Kamera ja nun kaputt ist, mit der ich draußen drehen kann, kann ich es nicht fest versprechen, dass es diesen Monat nochmal No Risk, No Fun gibt. So,
Ich brauche also eine neue Kamera. Ob ich mir noch diesen Monat eine neue Kamera besorge, kaufe, weiß ich nicht. Deswegen mache ich da jetzt keine feste Aussage zu. Also würde mich natürlich selber freuen, wenn dann eine neue Ausgabe rauskommt. Aber es ist wahrscheinlicher, dass es erst im Februar sein wird. Schauen wir mal. So, und dann noch möchte ich etwas sagen zu Crazy Fighters. Ja, das ist auch ein weiterer Kanal von mir und meinem geschätzten Kollegen Stüssi. Ja, wir beide duellieren uns dort auf diesem Kanal. Deswegen heißt das Ganze auch Crazy Fighters. Und wir haben angefangen mit einer Reihe, die nennen wir Quiz Run. Und dort quizzen wir, ja, wir stellen uns gegenseitig jeweils 6 Fragen. Und jedes Mal, wenn einer eine Frage falsch beantwortet hat, dann muss er am Pechrad drehen und wird direkt bestraft. So, und derjenige, der am Ende insgesamt verloren hat, der wird nochmal richtig hart bestraft. Also, dort kommt immer samstags 18 Uhr eine Ausgabe. Und auch dort würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und das Ganze mal abonniert. Ja, einfach mal oben rechts auf die Infocard klicken. Auch dort findet ihr dann direkt den Link rüber zu Crazy Fighters. So, das war's von meiner Seite aus. Ich glaube, das war alles, was es so jetzt erstmal zu verkünden gibt. Dann freue ich mich auf den nächsten Livestream. Am Wochenende wird es wieder soweit sein, Freitag oder Samstag. Samstag ist der nächste Livestream und dann hoffentlich mit dem nächsten Shizu-Charakter. Die Abstimmung läuft noch bis Ende Freitag, also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal, wie gesagt, auf den Link geht und mal abstimmt. Habt ihr da eigentlich Bock drauf, dass diese Charaktere eine eigene Sendung kriegen, und habt ihr Bock darauf, dass nächsten Samstag, also der jetzt kommt, dass dort wieder einer dieser Charaktere streamt, und wenn ja, welcher? Meine Güte. So, also ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ja, eine schöne Zeit, oder wenn ihr das Video gerade tagsüber guckt, dann noch einen schönen Tag. Ist mir auch wurscht, ja, habt einfach eine schöne Zeit. So, und dann bis zum nächsten Mal, und jetzt ist auch gut, genug gelabert, ne? Also, ciao!